Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Stream von Lady Leighton. Moment mal, ich muss hier noch was. Hallo. So. Ja. So, und jetzt wieder zurück in das Fenster. Juppie. Jo. Ja. Weiß ich, warum hast du Paint offen? Das hat sogar einen Sinn. Ja? Ja, weil es ein weißes Bild ist und ich habe da einfach keine Farbe, das ist weiß und deswegen strahlt mich da mein riesengroßer Bildschirm so an und deswegen bin ich heller und habe so richtig schön blaue Augen. Hast du auch so? Ja. Ja? Ja, man dann kriegt auch so, dass du blaue Augen hast. Wenn sie blau angestrahlt werden, wie von dieser Kamera hier. Die hat blaues Licht. Ja, aber bei mir erkennt man nie, welche Augenfarbe ich habe. Das ist richtig, weil du ja nie in die Kamera guckst. Ja, aber auch so. Okay. Könnt ihr mal raten. Das könnte jetzt auch blau sein. Ach, Quatsch. Hola, Las Chicos. So, wir spielen heute New Style Boutique 3. Nein, tut mir nicht. Oh, das ist schon recht laut. Ich habe ja bei der Testaufnahme ein bisschen lauter gedreht, damit wir das besser hören. Ja. ¿Qué tal? Muy bien. Das weiß ich noch. Ja, so, nee, wir spielen Lady Leighton. El Mystery Journey der Leighton. Ja, ich hoffe da. Ich denke, das Olla war jetzt nicht so. Olla? Wer nennt mich einen Ollen? Nein. Saludos desde Peru. Oh, jemand aus Peru. Ah, okay. Ah, sorry, no hablo español mucho grande. Für den no hablo español überhaupt. Entiendas alemán oder nicht? Oder nicht. Okay. Ja, okay. Oh, nee, okay. Wir jugaren jetzt mal. Nein, bitte. Okay, ich höre auf mit meinem paar Brocken modernem Latein. Latino moderno. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir forzen Setz. Was? Ah, setzen fort. Klingelingeling, du die Flammen. Okay, such dir an der Pinnwand einen Fall aus und ich wette, ja, du bist schon auch weiter. Noch einen. Was? Welchen nehmen wir denn dann? Wieder einen von den gelösten? Nein. Nein. Den letzten. Unten am Fluss. In diesem Fall ermitteln. Ich vermute ja. 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 Nee. Doch. Okay. Hui. Hui. Nein. Das ist die. Nein, das ist nicht die Titanic. Dann ist es die Tritanic. Die dritte Titanic. Ja, ja. Ah, ich muss schon sagen, ein beeindruckendes Schiff. So lang und groß. Er ist sogar noch luxuriöser, als ich gedacht hätte. Und ich kriege nicht mal eine eigene Hundehütte. Ja, diese würde auf dem Wasser schwimmen. Ach nein. Das ist also die... Thamestanic. Thamestanic. Sie ist atemberaubend, nicht wahr? Ich kann kaum glauben, dass wir hier sind. Ich hab's mir gedacht. Aber dass die das Ding so nennen würden, das ist ja grauenvoll. Ja. Ich hätte mir etwas weitaus weniger Pompöses vorgestellt. Es wird schließlich als bezahlbares und doch luxuriöses Kreuzfahrtschiff vermarktet. Ja, wahrscheinlich haben sie innen übelst gespart. Es gibt keine Innendekoration. Nee, es wahrscheinlich haben sie an der Sicherheit gespart. Ja, das sowieso. Das machen sie auch bei teuren Schiffen. Ja. Ja, die Thamestanic, oh Gott. Ja. Aber das sind doch eigentlich Widersprüche in... was? In sich. In sich? Bezahlbar und luxuriös. Oder? Ich hatte gehört, dass es eigentlich ein kleines Kreuzfahrtschiff sein sollte, auf dem auch der Durchschnittsbürger mitfahren kann. Das ist einfach das falsche Schiff. Das ist also klein? Klein wirkt es nun wirklich nicht, oder? Meine Güte, stellt euch nur vor, wie es innen aussehen muss. Ich hätte mir nie erträumt, sagt man doch eigentlich, oder? Doch.
Also ich hätte nie geträumt, ja, aber ja, ich hätte auch. Mir nie geträumt, echt? Bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich nehme es so hin. Ich hätte mir nie geträumt, mal auf einem solchen Schiff mitzufahren. Nein, ich sicher auch nicht. Aber das würden wir ganz bestimmt auch nicht, wenn Frau Verdoppelfund uns nicht die Tickets mitgegeben hätte. Wieso? Es ist doch bezahlbar. Ja, aber nicht für einen Teenager. Sie hat eine eigene Detektei und sie kennt jetzt haufenweise reiche Leute, die muss da wohl was verdienen. Selber. Meinst du nicht? Miete. Soll sie sich einen anderen Platz suchen, wo sie weniger bezahlt? Also... Nein, weil, also es ist ja... London ist schon ein teures Pflaster, denke ich. Ja. Jedenfalls, ich bin so aufgeregt wegen der Feier, eine Fahrt auf der Themse und das inmitten der Elite von London. Auf dem Ticket steht, anlässlich der Feier der Jungfernfahrt der Themstanik. Es ist alles sehr edel, nicht wahr? Vielleicht ist das alte Doppelkinn. Doppelkinn, das ist ja fies. Gar nicht so dick. In Wahrheit ist ihr Kleid womöglich nur schrecklich doll mit Geld vor ausgestopft. Boah, das ist gemein. Ja, aber ich finde dicken Witze sind ne. Also ich mag den Witz. Vor allem, wie er sie Doppelkinn genannt hat. Denn drei Tickets für so eine Kreuzfahrt müssen doch ein kleines Vermögen gekostet haben. Auf jeden Fall. Und sie hat sogar dafür gesorgt, dass du mitkommen durftest, Sir. Normalerweise sind Hunde an Bord nicht erlaubt. Als Haustierfreundin hat sie sich wohl für uns ein wenig ins Zeug gelegt. Nun, jedenfalls hat sie sich ein Küsschen verdient, weil sie mich vor der Langeweile im Büro gerettet hat. Nee, ich dachte ja eher, er meint so ein Ferrero-Küsschen. Ach so. Ja. Dass man guten Freunden gibt. Oh ja. Gott, es ist keine Schleichwerbung. Ich meine ein Ferrari-Küsschen. Guten Freunden gibt man ein Küsschen. Wir haben ja alternativ auch Schokobons da. Ja, richtig. Ich hoffe nur, sie ist nicht zu grob. Und beim Küssen? Ja, Also, Ernest, hast du das ganze Gepäck mitgebracht? Oh ja, Miss. Das habe ich schon vor einer ganzen Weile dem Kabinenpersonal anvertraut. Es dürfte später in unseren Kabinen sein. Oder vielleicht auch nicht. Je nachdem, wer das... was das Kabinenpersonal so macht. Vielleicht lassen die es ja versehentlich ins Wasser fallen. Kann ja manchmal sein. Nein. Das Boot steht still. Da schwankt es nicht so sehr, dass es... Hoppala! Huch, das ist mir jetzt aber ins Wasser gefallen. Tja, Frau Doppelpfund, da haben Sie jetzt wohl Pech. Ja. Nein, ich muss schon sagen, dein Koffer war wirklich außerordentlich schwer, Miss Layton. Was hast du denn da alles eingepackt? Backsteine! Oh, war er wirklich so schwer? Ich habe nur das Nötigste eingepackt. Ja, das sagt man immer. Ja, natürlich. Es ist halt nur das Nötigste. Pullover, falls es kalt wird. Dann nochmal, falls es irgendwas warm wird. Dann noch zwei Paar Schuhe, falls das eine irgendwie kaputt geht. Dann noch mehrere Hosen, falls eine kaputt geht. Und dann noch Backsteine, weil man kann ja immer mal Backsteine gebrauchen. Nein, dann nimmt der Herr natürlich noch eine Switch mit. Dafür ja, das ist dann aber auch das Einzige. Nee, also die können wir jetzt da nicht mehr reinpacken. Das ist so viel. Die Diskussion hatten wir noch nie. Das stimmt gar nicht. Nee, hatten wir nicht, aber es würde so ablaufen. Das stimmt gar nicht. Ich hätte gesagt, okay, du darfst den mitnehmen, wenn ich auch damit spielen darf. Was packen wir dafür raus? Irgendwas von deinen Klamotten. Das stimmt gar nicht. Also würdest du dann zu mir sagen? Nein, stimmt gar nicht. Würde ich sagen, okay, dann kommt halt ein Schokopon weniger mit. Ja, den du dir dann einverleibst. Ja, ja, ganz genau. Nette Idee. Ja, nötig. Was, das Nötigste so viel wiegen kann? Achso, meine Güte, ich hatte ja keine Ahnung, dass das Nötigste so viel wiegen kann. Habe ich ja gesagt, glaube ich. Wahrscheinlich hat sie sich sogar ein eigenes Waschbecken eingepackt, Nadelstreifen. Kat, was zum Geier machen Sie denn hier? Hi. Hoi. An Leute, die dazugekommen sind.
guten Abend, Inspektor Hastings. Sie sind auch auf diese Jungfernfahrt eingeladen worden? Haben Sie wenigstens Ihre bessere Hälfte dabei? Hat er eine bessere Hälfte? Hat er im ersten Fall mal gesagt. Hat er? Okay. Hat er. Weiß ich nicht mehr. Also es wäre gemein, wenn er jetzt... Außer es ist ein Fall. Ja, aber weiß ich nicht. Ja, von Frau von Doppelpfund. Oh, immer dieses von. Ja. Sie meinte, es wäre ein Dankeschön für all die harte Arbeit, die ich investiert habe. Also eigentlich... Keine. Ja, um ihr zu helfen. Da konnte ich ja nun nicht ablehnen, oder? Ah, die gnädige Frau hat uns auch eingeladen. Gott sei Dank dafür. Ich hatte schon Angst, dass es hier niemanden gibt, mit dem ich reden kann. Die restlichen Passagiere sind vermutlich alles Millionäre. Und mit meiner Frau, die zufällig dabei ist, kann ich nicht reden. Das ist schließlich meine Frau. Na, ich weiß nicht. Die Frau von Doppelfund hat ihr vielleicht nicht zwei Tickets... Hat ihr vielleicht nicht zwei Tickets gegeben. Das wäre echt gemein von ihr. Ich weiß ja nicht. Die Thamesstaanik soll das bezahlbare und doch luxuriöse Kreuzfahrtschiff für alle sein. Pah, sieht ja alles andere als bezahlbar aus. Ja, also für dieses Schiff gibt's sozusagen Mastercard. Ja. Nee, Moment, ist... Ach, egal. Diese Besserverdienenden wissen ja manchmal gar nicht, was normal heißt. Es ist ein erstaunliches Schiff, oder? Es scheint nicht nur viele Gäste, sondern auch eine ganze Menge Besatzung zu geben. Hm. Was? Das Schiff ist besetzt worden? Von wem? Piraten! Arr! Captain Hook! Aufs Weg ins Nimmerland! Ich glaube, ein Schiff von dieser Größe braucht auch eine beträchtliche Mannschaft, Miss. Was? Achso, für alle, die letzten Parts noch nicht gesehen haben, es steht 52 zu 51. Ja. 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 Aber ich hole noch auf. Ja. Ja. Sie wirken ziemlich beschäftigt, oder? Oh. Wen von den beiden willst du? Schaff die Koffer an Bord! Okay. Übrigens, weißt du, wie du heißt? Hä? Matt Rose. Oder was meinst du? Ja, aber wenn du das einfach mal ein bisschen deutscher liest. Matrose. Ah! Mann. Das ist so doof. Ach Gott, dein Name ist auch schön. Declan Schrubber? Na, Deckschrubber. Ja, aber warum Lan noch? Declan Schrubber. Achso, Deck als Abkürzung so. Ja. Ah. Matt Rose, der Matrose. Und Declan Schrubber, der Deckschrubber. Oh. Ja. Wie spreche ich den denn jetzt? Was meinst du denn, was ich versuche, hä? Sieht aus, als ob du beim Gehen einschläfst. Schneller, Mann, schneller! Schon gut, schon gut. Wir werden bald ankeilichten. Dann müssen wir alle an Bord haben. Den armen Leuten werden aber ganz schön Beine gemacht, hm? Was ist denn, Cat? Ist das nicht Emiliana da drüben? Oh ja, so ist es. Ich glaube, sie hat uns auch gesehen. Schaut mal, sie läuft schon weg. Guten Abend, Inspektor. Catherine, Ernest. Oh, ich sehe schon, dass Sie Ihr Haustier mitgebracht haben. Guten Abend, Emiliana. Sind Sie auch schon auf diese Feier eingeladen? Ja, wurde ich. Sie kommen doch nicht etwa auch, oder? Doch, tun wir. Frau von Doppelfund hat uns eingeladen. Oh, ja, sie war es auch, die mich eingeladen hat. Na gut, ich hatte gehofft, mich zu entspannen und nur die Kreuzfahrt zu genießen. Daraus wird wohl nichts, wenn Sie an Bord sind. Das ist doch kein Zufall. Natürlich nicht. Ach, nun seien Sie doch nicht so. Lassen Sie uns zusammen Spaß haben. Ja, alle. Ich meine, wir haben zwei Herren, wir haben zwei Damen, wir nein, haben einen Hund. Nein. Kein Pärchenabend. Na gut. Ach so, außerdem, ja, Herr Hastings hat ja eine bessere Hälfte, genau. Und Ernest hat bei Catriel sowieso keine Chance. Ja. Vielleicht wird's ja was mit Emiliana. Va bene. Nein,